So, da sind wir wieder bei Minecraft Aura mit dem Maudado. Und dem Zombie. Und dem Zimbel, oh. Stimmt, weil Maudado ja auch aufnimmt. Oh, ich bin tot. Oh, ich lebe. Connection Throttle, erstmal neu joinen. Maudado joint the game. Oh, also. Ich bin tot. Oh Gott, okay, das war die Folge. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Okay. Ach, erstmal die ganzen Sachen wieder rausholen. Das war ja das PvP-Event. Irgendwie kommt es mir länger vor, als wäre es gestern gewesen. Weil war es denn gestern? Aber es ist auch ungewohnt, wieder aufzunehmen, weil wir so lange, so viele Tage normal nicht aufgenommen Einfach haben. Einfach eine Woche. Der Zombie ist noch da. Oh Gott sei Dank. Das habe ich mal als erstes nachgeschaut. Ja, durch die Schilder hoffentlich hat ihn niemand getötet. Perfekt, dann haben wir jetzt auch durchs Item-Voting von euch einen roten Willst du eine Fackel zu ihm hinsetzen? Bekommen. Kannst du eine Fackel zu mir hinsetzen, dass er jetzt nichts anderes mehr spawnt? Ich habe keine Fackel dabei. Schlag eine von der Wand ab. Ja, habe ich mir auch gerade überlegt. Ich lief gerade an einer vorbei. Dann sah ich die Möglichkeit in ihr. So. Einfach, dass da kein Creeper mehr drinnen spawnt. Haben wir nicht so einen Krampf. Aber wir brauchen trotzdem eine Hexe oder so, oder? Nee, man kann aus einem... ich kann hier schlecht eine Fackel platzieren. Mache ich einfach die beiden Schilder weg und mach's direkt vors Gefängnis. So, perfekt. Wir haben einen roten und braunen Pilz bekommen. Wenn wir die jetzt vermehren, können wir aus einem braunen Pilz, einem Zucker und einem Spinnenauge ein fermentiertes Spinnenauge machen. Und damit können wir einen Weakness-Trank brauen. Und mit mit Explosionspulver kann man dann daraus einen Wurftrank machen. Okay, ja, warte. Frage. Gunpowder, Spinnenauge. Was brauchen wir noch? Zucker. Zucker habe ich auch. Und halt den braunen Pilz, den wir jetzt erstmal vermehren müssen. Also nur Zucker, Explosionspulver, Spinnenauge. Und brauner Pilz. Und brauner Pilz. Ja, klar, aber den habe ich ja, den kann ich ja gar nicht hier oben haben. Das wäre ja gecheatet. Erstmal die Pilze wieder zurück und Dings holen. Knochenmehl, das dürfte ja bei der Monsterfarm zu Haufen sein. Knochenmehl kann ich auch mitbringen. So. Ich habe alles. Aber er hat sein Privatlager. Nö, ich habe aber nur alles gelagert, was ich halt in der Zeit gesammelt habe. Das wird sich einfach so ergeben. Ich bräuchte was zu essen. Haben wir hier noch was? Ach, Karotten. Da. Perfekt. Und wir haben ja auch von Manu. Manu hat ja unten schon die Plattform gebaut, wo wir die Pilze anbauen können. Das heißt, das nutzen wir natürlich direkt. Nehmen wir erstmal nur den braunen Pilz mit. So, ich hoffe, ich sterbe nicht. So, ja, das ist immer die größte Angst. Waschbecken? Ja, ich muss ja, ich springe hier immer meine Todesgrube runter. Irgendwann sterbe ich daran, ich sag's dir noch. Irgendwann sterbe ich da. Oh, hier brauchen wir noch einen Dirtblock oder auf was wächst. Das wächst doch auf allem. Nicht auf allem, oder? Oh. Doch, auf Stein auf jeden Fall schon. Auf Holz anscheinend auch. Gut, mal schauen, ob es wächst. Da bin ich mal gespannt. Die Fackeln hier weg? Wo bist du? Neben dir. Mach sie mal weg, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob es hier wächst. Ich glaube, wir holen lieber irgendwas anderes. Ich habe meinen Pound Powder verbraucht. Ja, ich auch. Aber ich habe noch ein bisschen im Inventar. Wir hätten uns vorher mit Pilzen auseinandersetzen sollen. Ah, es ist so knapp. Wir müssen das auch noch hochladen und rendern. Okay, zum Beispiel muss ich nicht rendern, aber hochladen. Ja, das ist gerade. Ich leg mal Musik ein. Cat. So. Katze. Miau, miau, miau. Nimm mal Dirt mit und ein. Ein. Und dann probieren wir einfach beides aus. Dirt ist auf jeden Fall. Aber auf Cleanstone oder normalen Stein sollte es auch wachsen. Hast du noch Powder? Ja, ich habe noch ganz viele Knochen im Inventar. Wie es hier leuchtet hier unten, was ist da los? Ah, da! Pilz! Jetzt brauchen wir, was hat man gebraucht? Okay, Hand? Hier. Ah, perfekt, ist ein Pilz rausgekommen. Damit haben wir schon mal den Pilz, den wir brauchen für den Trank. Das ist doch Alter. Wie wenige Pilze kommen da raus? Wurde es geändert? Ja, dass man ja es wurde geändert. Am Anfang war es richtig viel. Nee, es kommt auch mit Werkzeug weniger raus. Ich hab 3. War, am Anfang war es ja richtig extrem, was da rausgekommen ist. In der 1.8 Beta. Ja, doch. Jetzt 6 Pilze habe ich jetzt. Ja, gut, stimmt. Lass den Block doch noch da. Dann kann ich die Dinger hier oben besser abbauen. Ich wollte gerade wieder einen Pilz draufsetzen. So. Ja, warte, lass doch erstmal den einen abbauen. Bevor du hier den nächsten erschaffen willst. Ja, mehr brauchen wir gerade nicht. Pilzpsychopath. Oh.
Ist die Plattform nicht groß genug, dass die Pilze nicht runterfallen? Ich hoffe es. Boah, ich sehe hier. Ich mache den Shader kurz aus. Ich brauche so wenig gesehen. So, machen wir wieder die zwei Pilze hier rein und benutzen einen für den Trank. Okay, so. Ich habe 11 Stück. 11 Pilze. 11 Pilze, okay. Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wollen wir nicht den roten auch direkt vermehren? Können wir auch. Dann ist es halt sicherer, ne? Ja. Ich leg mir erstmal einen braunen in meine Kiste. So, das wäre mein Tiere-Spinnenauge, habe ich gemacht. Wir hatten alles hier unten in der Kiste. Oh Gott, ich habe Angst, mit dem Pilz in der Hand rumzulaufen. Hast du Bone Meal? Hier, ich habe noch. Ja, da. Okay. Hast du das Spinnauge schon gemacht? Ja, habe ich. Wir hatten alles unten. Okay. Bring ich vollkommen umsonst mein ganzes Zeug mit. Oh, woher kommt das ganze Wasser? Na naja, egal, wir haben ein Wasser geholt. Wir sollten mal hier irgendwo ein Dings machen. Ja, Pilz. Haben wir noch Glasflaschen oder sind das die zwei, die mir getropft wurden? Anscheinend nicht. Naja, egal. Machen wir da auch noch Wasser rein. Wassereimer haben wir auch nicht mehr, oder? Doch, irgendwer hat einen, bestimmt. Die legen die nur nie zurück, diese faulen Hunde. Die Banausen. Wo ist denn hier eine Wasserquelle? Hier da hinten nicht einer? Naja, hier hängt einer an der Wand. Nehm mir davon. Dann warten wir auf Zombie, dann brauchen wir zusammen den Trank. Ja. Boah, ich habe 20 rote Pilze rausbekommen, ne? 20? Ja. Hallo. Oh, hallo. Gut. Ich leg die mal einfach in die Pilzkiste rein, damit die Leute... Ja. Oh, wir haben ganz viele Pilze. Dann will ich die aber noch hier... Wo sind denn die Pilze hin? Habe ich hier nicht Pilze reingepackt? Ich hab die in die Pilzkiste, zwei braune, die ich hatte. Ah, da sind 10. Ja, genau, das merke ich. So. Du hast von jedem eins gesaved in deiner Ender-Chest? Jetzt. Okay. Jetzt können wir... Jetzt ist alles safe. ...den Trank brauen. Oh. Okay, bist du bereit? Ja. Oh. Immatierte Spinnenauge. Oh, 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 die Leiche fällt sich. Weakness. Hey, ich weiß ja mein Charakter in World of Warcraft. Ja, das bist du. Oh, man kann in Flaschenform. Zum Mitnehmen, in Flaschen. Oh, und jetzt noch einen Wurftrank rausmachen und dann müssen wir uns überlegen, wann wir das mit dem Villager machen. Nicht, dass er wieder despawnt, wir müssen die irgendwie zuerst zusammenführen. Wir könnten das Haus jetzt so umbauen, dass sie sich da drin vermehren. Oder wir bauen da hinten ein Haus, das kommt eigentlich aufs selbe hinaus. Wieso haben wir ja keine drei Flaschen reingelegt? Weil wir keine dritte Flasche haben. Doch, wir haben eine dritte Flasche, Mr. Moore hat eine geangelt oder so. Ja, aber Mr. Moore hat sie nicht hier hingetan, ich habe schon alles durchschaut. Ja, aber du hättest mich fragen können, ich weiß, dass er in seiner Burg welche liegen hat. Ja gut, einen Weakness-Trank werden wir nicht so oft brauchen. Nehme ich einfach mal an. Wie kommt man bei Mr. Moore in den hinteren Bereich? Er hat mir irgendwie erklärt, dass man hier über den Turm gehen soll. Ah, na, das will ich jetzt auch wissen. Da ist in der Mauer ein Loch. Richtig komischer Weg. Schauen wir mal Mr. Moore sein Privatlager der 500 Kisten. Also er hat hier einen Heiltrank. Richtig seltsam, in voll vielen Kisten liegen einfach zwei Items drin. Ja, irgendwie schon. Obsidian. Ah, hier ist eine Wasserflasche. Da hat er eine Wasserflasche, siehst du? Und ein Nametag. Jetzt ist es zu spät. Und ein Sattel. Und eine Schüssel. Und da ist Gold. Und da, warum hat er so viele Kisten für so wenig? Ich weiß es nicht. Das ist ein Heiltrank, mit dem könnte man leer trinken, dann hat man auch eine Flasche. Genau. So, also was müssen wir jetzt machen, Maudado? Jetzt müssen wir eigentlich den Heiltrank, den Weakness-Trank auf den Villager werfen und ihm dann Gold abvergeben. Allerdings, ja, müssen wir uns gerade überlegen, bringen wir dann den Villager zu dem Villager und bauen das Haus um, dass sie sich vermehren? Oder bauen wir da hinten gleich ein Haus, wo sie sich... Ach, es macht keinen Unterschied, wir müssen den Villager so oder so irgendwo hintragen. Also müssen wir jetzt eigentlich erst ein Haus bauen. Ja, oder den Villager nach hier holen. Und das Haus umbauen. Was braucht das Haus, dass sie sich lieber ganz machen? Viele Türen, ganz viele Türen. Ganz viele Türen? Ja, ganz viele Türen. Pro drei Türen, ein Villager, kann man sich merken. Also brauchen wir 9 Türen. An einem Haus? Ja, oder außenrum.
Minecraft ist ein seltsames Spiel. Man kann auch neun Häuser bauen, aber es reichen die Türen. Mit einem Block oben drüber. Okay, warum ist nicht pro Tür ein Villager? Weil nicht auch jedes ein Villager Haus bewohnt sein soll, okay. Deine Fantasie ausleben muss. So. Ja, keine Ahnung, in einem Haus können ja auch mehrere Türen sein. Gut, dann schlagen wir mal. Das sind Zäune. Ja? Du kannst sie auch öffnen, die Zäune, das meinte ich nur damit. Ja, aber dann läuft er doch raus. Willst du es sicher in dem Part machen? Aua. Wie lange geht er noch? Wir haben noch 5 Minuten, oder? Ja. Wir können ja gleich danach einen neuen aufnehmen, oder? Ja. Können wir machen. Okay. Geht's schon mehr? Ja, mach. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Nimm das. Und das. Oh mein Gott. Es lebt. Er tauscht Emeralds gegen Bücherregale. Yes. Wie bringen wir den jetzt hier hinter? Ja, wir müssen eigentlich so eine Absicherung bauen und ihn da durchschleusen, so wie ich es letzte Mal gemacht habe. Dass er nirgends anderes hin kann. Ich hol mal ganz viele Blöcke. Ich bleib mal vor ihm stehen. Dass er nicht weggeht. Bleib. Eigentlich dürfte er nicht despawnen. Ich hab's im Singleplayer ausprobiert, die despawnen nicht. Der letzte ist auch despawned. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ist. Vielleicht hat er einfach keine Lust mehr gehabt zu leben. Wir hätten auch eine Hexe jetzt hier gehabt, ne? Echt? Ja, in der hinteren Kammer ist eine Hexe gespawnt und ein Baby-Zombie. Na gut, wer hätte damit rechnen können? Aber die hätte uns ja auch umbringen können, die Hexe. So ist es sicherer. So sind wir safe. Und wir haben das Item-Voting gut genutzt. Ja, stimmt. Erstmal direkt was Cooles gemacht. Ja, Manu, was hat Manu reingeholt beim PvP-Dings? Diamanten, oder? Diamanten. Ja. Und durchs Item-Voting kamen Pilze rein. Hätten wir vielleicht irgendwie mal ansprechen sollen. Ach, pff. Das mit den Pilzen haben wir ja gesagt. So, kann hier jemand irgendwas ausbrechen? Du heißt Jim. Hätte ich ein bisschen bauen mir? Jim, der Villager. Ich kann dir auch ein Schwert geben, dann kannst du dich wehren. So, dann kann er hier nicht runter. Kann er hier noch irgendwo hin? Die Leiter kann man noch wegmachen, dann kann er da auch nicht hoch. Bauen wir hier mal zu, das müssen wir dann natürlich alles wieder abändern. Kann er da auch nicht, hier kann er hier runterfallen. Gott, ich habe richtig Angst um den Villager, bevor es überhaupt losgeht. Hier kann er dann lang. Ich kann hier nur stehen und Villager beobachten spielen. Kommst du mich raus? Abwechseln. Ja. Du kleiner, böser Simbi, du. Oh. Ich baue gerade so einen Weg, dass er ja nicht entkommen kann. Können wir ihn auch ein bisschen mit Angeln rumschubsen. Okay. Angeln machen ja keinen Schaden, aber bewegen ihn. Und man kann ja auch mit Angeln ziehen. Mobs kann man ja hin und her ziehen. Ja. Aber ich hoffe, schieben reicht. Ich hoffe, ich muss hier nicht noch länger in dem Raum stehen und warten. Gleich habe ich's, keine Angst. Jim, wir werden dich retten. Wir bringen dich zu Gehmann Lesmil. Wir haben eine hübsche Frau. Ja, wir haben eine hübsche Frau für dich. Sie ist bereit, mit dir Liebe zu machen. Oh, keine Slaps mehr. Du bist die letzte Rettung deines Volkes. Du bist der Auserwählte, Jim. Oh Gott. Hier kann man nicht drüber, okay. So, ich hab's gleich. Nicht mehr lange, Zombie. Und du kannst diesen Raum wieder verlassen. Wir haben noch 2 Minuten. Ja gut, dann locken wir schnell außen wieder ein. Für die nächste Folge. Dann wende ich meinen Part jetzt vor deinem und fange meinen dann wieder in deinem noch an. Okay, wir machen quasi einen fliegenden Wechsel. Ja genau, damit der nicht despawnt. Aber ich warte erst, bis du bei mir bist. Ich bin bei dir. Okay, gut, dann steht Mordado da und bewacht jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Minecraft auch. Ich hatte viel Spaß beim Zusehen und den Rest seht ihr noch bei Mordado. Hui.